Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, immer noch das gleiche Outfit, ja, immer noch das gleiche Make-up. Ich habe ein paar Videos vorgedreht, sorry. Ja, heute habe ich das Unboxing der Bumps Box für dich. Das ist eine Snackbox oder auch eine Box zum Glücklichsein. Sie ist groß, sie ist schwer, ich habe Hunger, super. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, denn es könnte sein, dass ich dich so ein bisschen anfixen werde. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier immer so einen schönen Flyer mit drin, weil ich die ja kostenlos zur Verfügung gestellt bekomme und auch eine an euch verlosen darf. Und hier steht drauf, liebe Claudia, heute erhältst du die neueste Bild am Sonntag-Box, Snacks to go. Geil, Snacks to go finde ich immer gut. Wir wünschen dir viel Freude beim Auspacken und Probieren. Deine Charlotte vom Bild am Sonntag-Team. Danke, liebe Charlotte. Ich freue mich so. Also Snack to go, was, das kann so viel sein, ne? Irgendwelche geilen Müsli-Riegel oder irgendwelche mega coolen kleinen Getränke. Smoothies vielleicht, keine Ahnung. Mal gucken, ich bin gespannt. Und wie gesagt, eine Box davon kann ich an einen von euch verlosen. Diese Verlosung geht relativ zügig und zwar geht die eine Woche. Also aufpassen. Steht alles unten in der Infobox. Schau einfach vorbei, wenn du Interesse hast. Ne? Ist nicht viel. Im Prinzip musst du mir nur sagen, dass du an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtest. Und schwupps, bist du im Lostopf mit drin. Und natürlich ist es für meine Abonnenten. Ne? Also macht Sinn. Solltest du besser Abonnent sein. Ja, dann gucken wir hier einfach mal rein. Also, das ist das klassische Design. Da steht halt immer drauf, eine Box zum Glücklichsein. Es ist immer in diesem Holz-Look. Hier unten siehst du dann immer das Bild am Sonntag-Logo. Und ja, ich mach mal auf. Es sind halt alles verpackte Sachen, ne? Was habe ich mir vorgestellt? Gut. Ja, hier habe ich schon direkt den Flyer drin, wo drin steht, was drin ist. Und hier sind schon ein paar Sneak Peeks, sage ich mal. Also das ist halt wirklich, wenn du so wandern gehen möchtest, dass du das in deinen Wanderrucksack packen würdest. Wobei das, was ich jetzt hier gerade vom Gewicht her habe, ist, glaube ich, ein bisschen schwer, um das in deinen Wanderrucksack komplett zu packen. Oh geil, dann von Aoste dieses Dicado, Picanto, geilen Würste, richtig geilen Salamis. Und hier von Saltlets von Lorenz. Diese Laugencracker, die habe ich auch noch nie gesehen. Richtig geil. Also bei der Bild am Sonntag-Box, die monatlich erscheint, sind halt immer irgendwelche geilen Snacks drin. Ja, so Kleinigkeiten, die man mal eben so wegessen kann. Und also ich denke nicht, dass da mal irgendwie so ein Brot oder sowas drin sein wird. Und ja, wie gesagt, die kommt monatlich. Alle Infos schreibe ich dir unten in die Infobox, auch den Link und alles. Alles steht unten in der Infobox. Preis, was das kostet. Genau, weil manche interessiert das nicht, manche wollen einfach, dass ich anfange zu essen. So, dann machen wir das doch einfach mal. Ist doch überhaupt kein Thema. So, einmal haben wir hier eine kleine Probe von Lay's Paprika Chips. Finde ich super, mag ich richtig gerne. Und da ich Hunger habe, fange ich jetzt einfach schon mal direkt an. Ist eine kleine Snackgröße, ne? Die habe ich so in 5 Minuten weg. Oh. Yum, yum, yum. Oh, ich habe auch echt super, super krass Hunger. Lay's, finde ich, sehen immer nicht so ganz so fettig aus wie andere Chips. Ist aber, glaube ich, auch irgendwie nur so eine kleine Vermutung. Hm. Ja, wenn man nicht aufpasst, ist diese Tüte ruckzuck leer. Die wird auch heute Abend leer werden. Da gehe ich von aus, es ist 20 vor 8. Die wird ganz schnell leer. Lecker. Mm. Und direkt was zum Nachtrinken. Da haben wir von Immergut ein Kakao. Richtig toll. Ich mag solche Trinkkakaos tatsächlich richtig gerne. Ja, dann schütteln wir das einfach mal. Prost. Richtig, richtig lecker. Mm. Yum. Ja. UTZ Certified Kakao. Ja. Durch den Kauf von UTZ zertifiziertem Kakao unterstützt Immergut den nachhaltigen Kakaoanbau. Das ist sehr charmant. Das gefällt mir. Ja, finde ich lecker. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ne? Aber das habe ich, glaube ich, noch nie im Kühlregal gesehen. Also normalerweise siehst du so diese Müllermilch und so, aber die von Immergut habe ich noch nie gesehen. Hm, gibt es vielleicht bei uns im Rewe einfach nicht. Keine Ahnung. Aber finde ich super lecker. Der bleibt hier stehen, weil der ist dann auch sehr gut zum Nachspülen. Hm.
Dann habe ich hier drin Kaffeesahne-Bonbons aus dem Hause Echt Sylter, Briesenklümpjes. Okay, das kommt wohl aus dem hohen Norden. Das finde ich sehr, sehr lecker. Denke ich mal. Aber ich. Ja, es ist 20. Egal, komm, es ist Wochenende, oder? Bundesweit nur in der Apotheke. Bis ich die aufhabe, dauert das echt, ne? Deswegen lasse ich das jetzt mal lieber. Was ich aber machen kann, ist, dass ich mir mal eins rausnehme. Und das mal so ein bisschen anlecke, um mal zu gucken, wie es schmeckt. Oh, das schmeckt richtig lecker. Das schmeckt richtig schön nach Milchkaffee. Oh, lecker. Das wird gleich weitergegessen. Lege ich mir mal hier eben auf so ein Tuch. Geil. Das ist richtig lecker. Also sanft, ne? Also, ich sag mal so, wenn du Kaffeetrinker bist und vielleicht nicht so ultra viel Kaffee trinkst oder deinen Kaffee mit viel Milch und Zucker trinkst, dann ist es auf jeden Fall nach deinem Geschmack. Ich trinke nämlich meinen Kaffee mit Milch und Zucker. Jetzt nicht ultra viel Milch und Zucker, aber schon ein bisschen, ne? Aber es ist lecker. Das gefällt mir. Hat das denn Koffein oder sowas drin? Also im Prinzip ist hier nur 1,3% Kaffeeextrakt mit drin. Und das hat 0,1% Rumaroma. Auch wenn hier drauf steht mit echtem Rum, was ich sehr witzig finde. Hier steht drauf mit echtem Rum und dann steht hier 0,1% Rumaroma. Wow, 0,1 ist schon heftig. Naja, aber es ist lecker. Es wird auf jeden Fall bei uns gegessen werden. Das finde ich jetzt richtig witzig, weil in dieser Bumsbox hast du auch so neue Produkte drin oder Neuheiten, wie auch immer, ne? Das ist von Sankt Sinn Nummer 2 mit Zitronengeschmack, wissenschaftlich anerkannt gegen die Knoblauchfahne. Kaubonbons gegen Knoblauchatem. Finde ich unfassbar gut. Werde ich ausprobieren. Ich habe jetzt keinen Knoblauch gegessen, deswegen macht es keinen Sinn, das auszutesten. Aber witzig. Und dann hast du so Kaubonbons drin. Die sind dann wahrscheinlich so ein bisschen weicher wie Mentos oder so, denke ich mal. Jedenfalls sieht das hier so aus. Geil, richtig geil. Das finde ich cool, dass das mit drin ist. Die wollte ich immer schon mal ausprobieren. Die habe ich immer mal wieder im Fernsehen gesehen, aber halt noch nie selber gekauft. Ja, hier sind sie drin von Saltlets. Ich kann es nicht aussprechen. Laugencracker. Habe ich noch nie gesehen mit Lauge. Gucken wir uns mal an, oder? So ein Zwischending zwischen diesen Clubs und. Oder Clubs oder Tux oder sowas, ne? Oder Ritzcrackern und Salzstangen. Mal gucken. Die sind so oval und auf der einen Seite haben die dieses Laugengedöns und auf der anderen Seite sind die halt wie ganz normale Salzkricker. Dann probieren wir das mal. Ich sollte treffen. Oh, lecker. Die sind richtig gut. Boah. Das hat mir richtig gut geschmeckt. Boah, mega geil. Also solche Kombinationskreation finde ich ja per se richtig gut. Dann habe ich hier auch von immer gut drin einen Eiskaffee. Den werde ich morgen mittrinken. Dann kann ich mal gucken, ob ich euch das einfach mal unten in die Infobox reinschreibe oder hier reinschreibe, je nachdem, wie das so war. Aber ich mag auch gerne solche Eiskaffee-Dinger. Mein Freund mag die noch lieber. Vielleicht kriegt der das einfach. Ich glaube, damit mache ich ihm eine größere Freude. Ja, cool. Alles wirklich gut to go. Also das kann man wirklich sagen, das ist alles schon cool durchdacht. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Waterdrop Micro Drink. Das sind so Kapseln. Da kann man irgendwas Cooles mitmachen. Das ist so ein Probierset. Da sind vier Drops drin. In vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Fokus, Boost, Glow und Relax. Das war auch beides hier die Höhle der Löwen mit drin. Richtig geil. Das ist zuckerfrei mit botanischen Extrakten, wertvollen Vitaminen. Und das machst du einfach in ein Glas Wasser. Oder stilles Wasser, also ja, stilles Wasser oder Mineralwasser. Und dann hast du halt je nachdem, was du so brauchst, verschiedene. Ach, das muss ich ausprobieren. Und das Grüne ist Fokus, das mit Limette, Baobab und Acerola mit Vitamin B1, B5 und Vitamin C. Das lässt einen wahrscheinlich eher fokussiert, konzentriert sein. Boost ist das Lilane mit Johannisbeere, Holunderblüte, Acai. Und das ist mit Vitamin B6, B12 und Vitamin C. Das soll dann vielleicht so ein bisschen pushen, denke ich mal, wach machen. Glow ist wahrscheinlich für die Schönheit, ich weiß es nicht. Das ist mit Mango, Kaktusfeige und Artischocke mit Vitamin B1, Vitamin E und Vitamin C. Das ist gelbe. Und das rote ist Relax mit Hibiskus. Guss, Aronia, Acerola und die Vitamin B1, B7 und Vitamin C.
Mega cool. Werde ich ausprobieren. Ich denke, dass das sowas ist, was ich auch gerne auf Arbeit nehme, außer jetzt Relax. Also ich glaube, Relax ist eher was für zu Hause. Aber ich finde es cool, wenn du dich selber so ein bisschen mehr dazu animierst, mehr zu trinken und dein Wasser so ein bisschen interessanter gestaltest. Coole Sache. Wollte ich auch auf jeden Fall ausprobieren, als es da kam im Fernsehen. Und richtig geil, dass es hier mit in der Box ist. Mega. Ach Mensch, man kann so viele tolle Produkte ausprobieren. Jetzt habe ich hier auch das von Aoste drin, was auch auf dem Flyer mit drauf stand. Steccando, Picanto, luftgetrocknete Salami-Sticks mit Paprika, extra würzig. Oh, Baby, komm zu Mama. Richtig lecker. Denke ich mal. Oh ja. Wenn Sammy gleich hier in den Raum kommt, also wenn ich die Tür öffne, dann wird er hier wahrscheinlich eine Geruchsparty feiern, denn die Dinger riechen so geil. Alto Belli riechen die geil. Die riechen richtig intensiv nach Salami. Ja, außen drum zu, das weiß, ist übrigens Edelschimmel. Und ja, ich mag auch gerne Edelschimmelkäse. Boah, komm her. Das ist würzig. Hier drin siehst du auch die Paprika. Mega lecker. Boah. Also, wer auf pikant und würzig steht, der wird die lieben. Wirklich. Die sind der Hammer. Richtig geil. Oh, nom. Hier habe ich jetzt ein Produkt drin, was ich noch nie gesehen habe. Farmers Snack Hanu. Saftige Cranberries, zarte Vollmilchschokolade, geröstete Haselnuss. Ich weiß nicht, ob das ein Produkt ist, wo alle drei Sachen zusammen drin sind. Das gucken wir uns gleich mal an. Irgendwas Italienisches? Ich bin nicht so gut in Flaggen, aber ich denke, dass das Italien ist, ne? Das dürfte Italien sein, ja. Und hier steht auch neu drauf. Also scheint es auch wirklich ein neues Produkt zu sein. Gucken wir uns das mal an. Bitte hier aufreißen. Wieder Verschluss. Ach, supi. Nanu, was ist denn hier los? Saftige Cranberries und zart geröstete Haselnüsse auf Vollmilchschokolade. Ein echter Hanu. Hanu, der die feinsten Nussschokoladen und Fruchtkompositionen zaubert, der die richtige Nuss genau so lange röstet, bis sie ihr volles, liebliches Aroma entfaltet. Und dazu die milde und cremige, in Dreiecke geformte Vollmilchschokolade in der Kombination mit der Süße passender Früchte. Das ist der Zauber von Hanu. Das steht hier drauf. Ich kann da nichts für, Leute, ne? Ja. Frei von künstlichen Aromen und Gluten. Das ist doch auch sehr praktisch. Hanu experimentiert, fantasiert, probiert und stellt uns immer vor neue Herausforderungen, wertvolle Rohstoffe für neue Rezepte zu finden. Hanu liebt natürliche Rohstoffe. Frei von Konservierungsstoffen, kontrolliert in Herstellung und Anbau, vom Baum bis zur Verarbeitung fair gehandelt und bedacht auf transparente Rückverfolgbarkeit. Jedoch immer mit dem Anspruch höchster Qualität. Hanu ist ein Schleckermaul. Er ist immer in Eile und will immer nur die feinsten und leckersten Snacks für sich finden. Deshalb hat Hanu Ideen für Snacks, auf die sonst keiner kommt. Finden Sie Hanu mit immer neuen Rezepten auf www.hanu-zauber.de. Hanu, zaubern kann ganz einfach sein. Was zur Hölle ist Hanu? Oder wer ist Hanu? Keine Ahnung. Der Erschaffer dieser Viecher? Keine Ahnung. Mal gucken. Ach, siehst du wohl? Das ist nämlich tatsächlich jede Komponente für sich. Da hast du die gerösteten Haselnüsse mit drin. Du hast hier diese witzigen Dreiecke, Vollmilchschokolade und Cranberries. So. Und jetzt machen wir das mal so, wie das als Komposition gedacht ist, nämlich alles zusammen in den Mund nehmen. Ja, das ist wohl ganz lecker, reißt mich aber nicht vom Hocker. Ich mag sehr gerne Haselnüsse, ich mag sehr gerne Vollmilchschokolade. Cranberries mag ich auch gerne, aber so in Kombination ist es nicht hundertprozentig meins. Werde ich aber essen, werde ich aufessen, weil es auch alles separiert ist. Das finde ich eigentlich besser. Ne? So werde ich es auch essen. Und ja, unfassbar, unfassbar witzig, was hier hinten drauf steht über Hanu. Who the fuck is Hanu? Und das Letzte, was sich in dieser Box verbirgt, finde ich richtig gut. The Jelly Bean Factory. 36 verschiedene Mopeds. Ich kenne das. Ich habe das schon mal gegessen. Ich hatte das schon mal in einer Degusta-Box drin und finde das richtig lecker und richtig witzig. Man isst sowas so selten. Und ja, ich krieg's auch einfach gerade nicht auf.
Das ist von der Verpackung ein bisschen blöd, weil wenn du es öffnen willst, dann reißt du hier die ganze Verpackung außen ab. Das ist doof. Ja, für auf Reisen auf jeden Fall eine gute Größe. Und hier hast du halt die verschiedenen Geschmacksrichtungen drin, die verschiedenen Farben. Und kannst dann hier hinten, wenn du gute Augen hast, sehen, was du da gerade gegessen hast. Ich hatte gerade Erdbeere. Ich finde das ganz witzig. Also, das ist ganz cool. Das kann man entweder, wie gesagt, auf Wanderungen oder auf Reisen mitnehmen oder sich schön auf den Bürotisch stellen. Das werde ich machen. So, ihr Lieben, das war jetzt die Bumsbox von März 2019. Ich fand die Produkte lecker. Ich finde, du kannst auch alles irgendwie mit auf Reisen nehmen. Da war nichts dabei, wo ich sage, Iba. Also, das muss ich wirklich sagen. Nichts, was mich negativ überrascht hat, was ich gut finde. Ich blende euch aber hier mal ein, was wirklich der tatsächliche Wert der ganzen Produkte ist. Bin wirklich gespannt. Also, ne? Mich hat sie auf jeden Fall positiv überrascht, sehr erfreut und ich werde alles essen, denn ich habe nicht nur gerade Hunger, sondern ich habe Hunger auf solche Produkte. Ich mag das richtig gerne. Mega gut. Jo. Kein Müsli-Riegel dabei gewesen, ne? Tja, gesund kann ja auch jeder. Ja, ihr Lieben, was meint ihr denn zu der Box? Ihr könnt hier oben mal abstimmen. Da habe ich so mit Schulnoten quasi die Abstimmung gestartet, wie ihr die Box so fandet. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob das eine Box wäre, die ihr euch mal abonnieren würdet. Also würde mich interessieren. Und wie gesagt, du kannst eine Box davon gewinnen. Alles steht in der Infobox und ja, ne? Eine Woche läuft die Verlosung. Immer dran denken, das geht hier ratzfatz. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Hier noch ein weiteres Video, was dich vielleicht interessieren könnte. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!